Jo Leute, was geht ab? Ich bin auf jeden Fall wieder back. Wir haben ja zusammen auf das ganze Album von Kolle reagiert. Und jetzt hat er noch nach Release ein Video zu Yayo rausgehauen, Feed Asche. Das ist auch ein Übertrack, also pff. Und ja, schauen wir uns das Video mal an. Bis jetzt hat er auf jeden Fall nicht enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Von der Videoqualität her, das waren alles überheftige Videos. Aber wie gesagt, hören wir mal rein. Krass, dass es auch von Goldfinger Augen produziert wurde. Also die könnten auf jeden Fall in Zukunft mehr zusammen machen, sage ich ehrlich. Schlussendlich ist dann überheftiges Brett bei rumgekommen und warum nicht? Wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein heftiger Track. Also Ohrwurm-Faktor gegeben. Ich hab das Album schon rauf und runter gehört. Also zumindest die Lieder, die ich feiere, sind heftig, einige heftige geile Lieder dabei. Also es ist zu heftig geworden. Salottissim weiß wie die Kokain passt auf Gero. Über mein Ghetto hängt ein Fluch und sein Name ist Yayo, Yayo. Boah, was war das für ein Shot? Boah. Okay. Digga, nice. Also, ich denke mal, das Video wird auf jeden Fall wieder nicht enttäuschen. Kolle lässt sich da auf jeden Fall nicht lumpen, sagt man es mal so. Der bietet da schon einiges an Qualität. Aber schauen wir mal rein. Also man muss auch sagen, dieser Part von Asche ist sogar stärker als Kolle sein Part in dem Lied. Also Asche hat's richtig drauf, ich sag euch ehrlich. Heftiges Brett geworden. Boah. Wie gesagt, produziert von Goldfinger Augen. Die Hook ist überkrank. Und sein Part genauso. Mehr kann man da auch nicht sagen. Ihr seid die Opfer, wir sind die Täter. Check einen in den Meter, schreib WhatsApp an Mama. Hamdulillah, mein Leben ein Drama. Sporttasche, Mundschutz, ein Jogger wie damals. Schick dich direkt in die Anästhesie. Setz mein Stempel im Rap, das ist alter Musik. 10 Jahre Rap, doch ich wollte niemals was geschehen haben. Asche, 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 auf Millionen auf meinem Konto, sie werden mich nicht ändern. Mein Weg wurde durch Tote geprägt, hatten keinen Tisch in dem Wohnzimmer stehen. Chance meines Lebens. Beste Blackface steh ich draußen im Yayo, Yayo, Yayo Ring. Also der Bruder, er ist ja richtig stabil durchtrainiert, ich sage euch ehrlich. Also, ich bin gespannt, wann sein Album kommt. Ich habe keine Ahnung, wann sein Album kommt. Nächstes Jahr auf jeden Fall. Sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Kolle wird natürlich, denke ich mal, auf dem Album sowieso auch vertreten sein, auf dem einen oder anderen Song. Das Lied ist schon, es ist sehr, sehr krass geworden. Also, wenn sein Album genauso viel verspricht, dann wird es das nächste Meisterwerk. Boah. Dieser Shot ist auch zu wild. Also, ganz ehrlich, ich finde das Video auch krass. Ich finde es auch krass gemacht. Ganz ehrlich, also da kann man nicht meckern. Das ist wieder ein krasses Video. Ist natürlich wahrscheinlich nicht so aufwendig geworden wie eins der anderen. Die waren noch eine Stufe höher, aber hab nichts auszusetzen an dem Musikvideo. Geil.
Wie gesagt, die Hook ist so heftig. Aber man muss sagen, auf dem ganzen Album sind einige Songs, wo Hooks sind, also die sind nicht von dieser Welt. Also einige Bretter. Also Trinität, das ist auch eine Hook. Also da hat der wieder was rausgehauen. Es ist so krass, wie der den Autotune auch einsetzt. Der weiß einfach, wie man damit umgeht. Yeah, aufgewachsen im Stressviertel. Cashbündel sind Schmerzmittel. Goldenes Haar wie Hermesgürtel. Deutscher Junge im Niemandsland. Alles grau, doch gibt Widerstand. Im Herzen rein, aber schmerzbefreit. Aus der ersten Line wurde ein Kilogramm. Mein Leben ist ein Film ohne Kamera. Ich will eine Villa in Panama. Rapper kriegen nur mir Schicksalfurcht. Alpha Music Kämpfer, ja, die Signatur. Also wie gesagt, das sind einige krasse Tracks mit einigen krassen Beats. Das Album ist ein Meisterwerk. Durch die Galaxis im Spaceship. Motherfucker, we made it. Verlieren und gewinnen. Von unten nach oben, nach unten nach oben. Durch Regen und Wind. Ego, wie auf Yayo, Yayo. Der King ist tot. Lang lebe der King. Lang lebe der King. Der Boss ist back. Also mit dem Album hat er mich wieder so heftig überzeugt. Es ist krass. Ich bin ehrlich, von dem Album habe ich nicht so viel erwartet, weil das Punkt 1 erstens zu unerwartet kam. Ist ganz klar. Jeder hätte sich ein anderes Album gewünscht. Da sind wir uns alle einig. Aber der hat auf jeden Fall abgerissen. Der hat überzeugt mit dem Album. Das ist überheftig geworden. Also, Respekt. Salut, ich bin weiß wie die Kokainpasta auf Peru. Über mein Ghetto hängt ein Fluch und sein Name ist Yeo, 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 Yeo. Ich schlag nur Designer, der Bulle schlag keine Bewegung, zeig keine Regung. Also ich finde das Video krass. Ganz ehrlich, heftig. Premiere war vor 2 Tagen. Das heißt, Samstag ist gekommen, gell? Ja, ich glaube Samstag war's. Leider nicht in den Trends. Also das ist so schade. Es ist traurig. Es ist einfach traurig. Ich finde, Kollega sollte Infinitum auf dem Kanal hochladen. Ja. Also ein Musikvideo dazu wäre echt noch heftig. Das ist auch eins der heftigsten Lieder. Am Anfang, beim ersten Mal hören, habe ich es nicht so gefühlt. Aber danach, Digga, hört euch das Album 2-mal an. Da geht ihr richtig drauf ab. Wie gesagt, krasses Album. Das war's dann von mir. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da. Und Peace, bis zum nächsten Video.